Okay, let's go. Box, 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 box. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu F1-22. Heute geht's rein ins Qualifying von Singapur und wir fahren natürlich auch das Rennen. Und den GP danach, den dürft ihr wahrscheinlich auch mitnehmen. Wir gucken mal, wie es läuft. Aus der ersten Kurvenkombination heraus sind wir auf P1. Nice. Oh, Leclerc. Ansonsten auch sehr schnell. Auch Sainz. Aber wir sehen noch nicht mal den Ghost der anderen. Also, ja, okay. Wir sind nah dran, aber auf der Geraden fehlt ein bisschen was. Hui. P3 aktuell. Komm schon. Wir können gerade mit den anderen Teams mithalten. P9. Ja, die Top 10. Ist ja performance-technisch ungefähr auf einer Höhe. Hamilton da jetzt auch mal kurz auf P1. Alter, wenn ich nur P9 bin und Hamilton ist auf P1, das wäre peinlich. Egal, wie dicht alle beisammen sind. P6. Sieht ganz gut aus. Hamilton! Hamilton ist knapp an der Pole vorbei und ich bin ein bisschen dahinter. Heiliges Kanonenrohr. Charles Leclerc holt sich um 300 Sekunden die Pole Position. Dahinter Sainz und Verstappen auch sehr dicht beisammen. Red Bull nur auf 4 und 8. Was ist da plötzlich los? Die sind eigentlich super stark. Denn die führen aktuell die WM an. Max Verstappen vor Sergio Perez. Also Verstappen wird das Quali insofern trotzdem noch ganz gut entgegenkommen. Lando Norris hat jüngst Lewis Hamilton überholt in der Gesamtwertung. Und da könnten wir jetzt eventuell zurückschlagen als Mercedes-Team zumindest. Ich bin ja ein bisschen hinter Norris. Aber gucken wir einfach mal, wie es läuft im Rennen. Let's go. Wir starten auf P6. Mal gucken, was geht. Wir sind innen. Und Verstappen auch auf Mediums. Oh, Hamilton und Leclerc. Da vorne sehr dicht beisammen. Oh! Was ist Ricardo da für eine Linie gefahren? War das komisch oder hat das so komisch ausgesehen für mich? Keine Ahnung. Oh, wir sind vorbei an Ricardo. Na, ja, trotzdem nur P8 nach dem Start. Egal, ich hatte schon schlechtere. Fernando Alonso ist gut weggekommen. Der ist auf 5 vor Verstappen. Krass. Heftig. Vorbei an Sergio Perez. Sehr schön. Sauber. Wir haben ein Problem, nämlich dass Max Verstappen hier hinter Alonso festhängt. Und wir hängen da logischerweise dann auch fest. Und können hier keinerlei zusätzliche Pace abrufen. Ob wir da an die Top 4 rankommen würden, ist natürlich fraglich. Aber ich wäre da natürlich schon gerne jetzt vorbei an den beiden vor mir. Aber aktuell geht da nicht viel. Für Red Bull ist es P6 und P8. Bringt uns halt für diese Saison nichts, ne? Also, die sind schon zu weit enteilt. Aber wir könnten gegen McLaren ein bisschen was holen. Und Lando Norris, der macht aber viel Druck gegen Hamilton. Da ist die Quali-Pace ein bisschen besser gewesen, als die Rennpace jetzt ist. Max Verstappen, wir sind dran, aber nee, da geht nichts. Also noch nicht. Vielleicht ist die Hoffnung jetzt da, auf den nächsten Geraden etwas näher dran zu sein, aber immerhin, wir sind dran, wir können die Pace mitgehen. Die ersten Autos sind in der Box. Mal schauen, was Max Verstappen jetzt in dieser Runde noch abrufen kann. Wenn wir am Ende eine persönliche Bestzeit fahren, dann kommt er schneller als Alonso. Ich hoffe mal, dass er das jetzt schafft. Und die Frage ist natürlich, geht er an die Box oder nicht? Und wir machen genau das Gegenteil von ihm einfach. Ja, wobei es ist noch Runde 7. Ich warte noch ein, zwei Runden, bis ich dann die Softs aufziehen kann. Wir sind dran an Max Verstappen. Nein, 1:41.0. Also wirklich viel schneller als mit Alonso können wir nicht. Zumindest Alonso zu seinen schnellsten Zeiten war da ein bisschen flotter. Das Ding ist, Charles Leclerc hängt da gerade die ganze Zeit hinter Latifi fest. Oder Carlos Sainz. Okay, es war Leclerc. Da gab es jetzt das Überholmanöver. Ah, weil Latifi an die Box ist. Die sind alle an die Box.
Außer Max Verstappen, warum geht der nicht an die Box? Yes! Außenrum vorbei, sauber. So. Und wenn wir jetzt aber auf die Softs wechseln, vielleicht gibt's da noch was. Let's go. Alter! Und nein, Verstappen ist direkt wieder dran. Ey, bitte nicht. Oh, Alter, okay. RIP. Das war eng. Also Red Bull mangelt's ja allgemein an Pace. Verstappen jetzt über eine Sekunde hinter mir. Und wir fahren dann mit so einem riesen Vorsprung auch schon an die Box. Das ist krass. Ja, mal sehen, was jetzt im zweiten Stint geht. Das sollte hoffentlich in unsere Richtung gehen. Beide Ferrari sind vorbei. Norris ist vorbei. Hamilton. Oh nee, Alonso auch. Und auch Perez. Und um ein Haar wäre ja noch Ricciardo vorbei. Und Max Verstappen. Ja, Red Bull. Also da geht aktuell alles schief an diesem Wochenende. Red Bull jetzt bei Verstappen mit harten Reifen. Und wir sind auf P7. Verstappen nur auf P9. Er wird auf jeden Fall ein bisschen an Vorsprung von der WM einbüßen. Der McLaren versucht's. Wir bleiben außen und wir bleiben vorne. Sehr schön. Wir sind dran am Perez. Ja, der hat einen leichten Quersteher gehabt. Persönliche Bestzeit, aber keine absolute. Ja, ich komme da auch leider noch nicht so wirklich zu einem Angriff. Wir sind aber super nah dran an Sergio Perez. Der hat aber leider DRS jetzt. Das ist etwas, was sehr, sehr schade ist. Und wir können trotzdem zum Angriff jetzt ansetzen. Mercedes gegen Red Bull. Häufig mit Berührungen ausgegangen und auch hier. Aber wir kommen vorbei. Wir kommen vorbei und wir sind nur noch jetzt hinter Alonso. Und dann, ja gut, ist Lewis Hamilton leider ein bisschen zu weit weg, würde ich behaupten. Ehe wir eventuell P4 erreichen könnten. Aber P5 ist drin. So, wir sind wieder dran an Alonso. Let's go. Ja, auf dieser Geraden kann man eigentlich ganz gut überholen. Wir sind vorbei, oder? Über eine Sekunde auf jeden Fall schon mal zu Perez. Oh, kaum noch Energie. Und wir sind immer noch side by side mit Alonso. Bisschen besserer Grip beim Exit und wir sind vorbei. Ja, nice. Heute jetzt ohne Quersteher, wie gegen Verstappen dann. Also anders als gegen Verstappen. Und wir sind vorne, wir bleiben vorne. Sehr schön. So. Hamilton, holen wir den einen? Ich glaube nicht. Es sind gleich noch zwei Runden. Und somit holen wir P5. Für die schnellste Runde hat es ganz, ganz knapp nicht gereicht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben gute Punkte geholt. Lando Norris setzt sich weiterhin durch gegen Lewis Hamilton und gegen mich. Der ist von 5 auf 3 vorgefahren. Das muss man sich einfach mal gerade vorstellen. Max Verstappen von 4 auf 9 zurück. Das ist richtig bitter. Und in der Gesamtwertung verliert er 4 Punkte zu Perez. Oh, und Charles Leclerc, a new player has entered the game. Alter, 8 und 18 Punkte Rückstand haben Charles Leclerc und Sergio Perez. Wahnsinn. Und wir haben 18 Punkte Rückstand zu Hamilton. 14 weitere fehlen dann zu Norris. Aber nach hinten sind wir immerhin abgesichert. Und das gilt auch für die KWM. Jo, Ferrari könnte da auch nochmal was machen. 33 Punkte Rückstand zu Red Bull. Das wird jetzt immer interessanter und interessanter. Mal gucken, was dann sonst noch so geht. Und es gibt eine Besonderheit für das nächste Jahr. Da werden nämlich Chassis- und Strapazierfähigkeitsregelungen geändert. Da haben wir 9 respektive 8 Upgrades und wir wollen die natürlich irgendwie noch sichern und werden dies dann logischerweise jetzt tun. Und ja, das kostet natürlich ein bisschen was. Aber wir hoffen dann Anfang nächsten Jahres einfach ganz gut mitzumischen. Ich meine, wir sind aktuell beim Chassis nur auf Platz 7. Ach du Schreck. Das liegt sicherlich nicht an den Seitenkästen, alles gut. Wir versuchen natürlich logischerweise irgendwie, dass wir das sichern und nächstes Jahr ein bisschen noch mitmischen können. Aber aktuell, boah, da fehlen uns sogar die Ressourcen für etwaige Weiterentwicklung. Das ist wirklich, wirklich unangenehm. Aber mal gucken, wie das nach Japan aussieht. Mal gucken, wie es jetzt in Suzuka läuft. Wir haben auf jeden Fall einen mächtigen Topspeed-Vorteil. Und tatsächlich wurde soeben verkündet, dass Sergio Perez nächstes Jahr nicht mehr mitfahren wird. Er wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Und es wäre eigentlich ganz schön für ihn, als Weltmeister abzutreten. Da haben Max Verstappen und Charles Leclerc wahrscheinlich aber ein bisschen was dagegen.
eine ungewohnte Zeit, um seinen Rücktritt anzukündigen, aber wir respektieren das. Und vielleicht ist ja für nächste Saison ein Platz bei Red Bull frei. Mal sehen. Ja, wir sind aktuell auf P8. Das ist nicht schlimm, denn wir sind im zweiten Sektor eigentlich jetzt nicht unbedingt zu großem Vorteil, zumindest bis Spoon. Ab Spoon sind wir richtig, richtig schnell. Ole Claire mit einem Quersteher. Auf geht's. Hier wirkt sich der Topspeed-Vorteil aus. Allesamt haben sie viel mehr Flügel mitgenommen als wir und das lohnt sich hier. Durch 130R überholen wir hier nochmal Charles Leclerc. Oh, die letzte Schikane, die ist nicht gut gewesen und es ist insgesamt P5. Ist okay. Bei Sergio Perez scheint es aber auch ein bisschen aktuell an Motivation zu mangeln. Der hat jetzt P7 erreicht, nur eine Tausendstel vor Lewis Hamilton. Ganz, ganz weit hinter dem Teamkollegen. Gut, 3,5 Zehntel, das geht noch. Aber trotzdem, P7, das ist schwach. Charles Leclerc und Verstappen machen es wahrscheinlich unter sich aus. Wir starten sogar auf P4. Alright. Carlos Sainz hat eine Strafe bekommen. Auf geht's. Ah, Sergio Perez kommt nicht vorbei und auch Carlos Sainz nicht. Und auch Fernando Alonso nicht. Wir sind auf P4 weiterhin. Sehr schön. Ja, wir müssen mal ein bisschen noch McLaren-Punkte abluchsen, damit wir hier auf jeden Fall vorne bleiben in der Meisterschaft. Ja, und in den S-Kurven, da werden wir jetzt sehr, sehr unterlegen sein gegen Alonso, aber... Ah. Auf den Geraden haben wir wieder Vorteile. Lewis Hamilton jetzt auf P6. Wir sind durch Degner 1 mit Alonso nebenbei, side by side hier durchgefahren. Und auch Lewis Hamilton und er greift mich an! Oh je. Oh! Alter, what? Und jetzt ist auch Fernando Alonso hier side by side dran. Drauf und dran, mich hier zu überholen. Ja, die Pace fehlt aktuell noch ein bisschen. Jetzt sind wir wieder vorne. Und wir sind vorne. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, und wir müssen mal gucken, was jetzt noch passiert. Also, die Pace scheint auf jeden Fall nicht den Top 3 ebenbürtig zu sein. Aber wir sind auf jeden Fall dran, wieder an Lewis Hamilton. Und wir können hier ebenfalls jetzt angreifen. Ah, kleine Berührung. Lewis, all the time you haven't delivered the space. Und wilde erste Runde. 2,7 Sekunden Rückstand zu Norris. Das ist nicht perfekt. Und da hinten wird gefightet. Das ist sehr, sehr gut, weil wenn McLaren und Ferrari fighten und beide Mercedes sind davor, dann haben wir Vorteile. Ohne allzu viele Zweikämpfe schaffen wir es auch wenigstens, die Lücke zu Norris ein wenig zuzufahren und auch Lewis Hamilton aus dem DRS-Fenster rauszuwerfen. Und haben jetzt 2,3 Sekunden Rückstand. Also 4 Zehntel, 5 Zehntel aufgeholt. Die schnellste Runde gerade mal hingebrettert. Und jetzt muss ich nur noch hoffen, dass... Ja gut, die ersten zwei Fighten. Max Verstappen zieht gerade Charles Leclerc davon. Schade. Gelb? Gelb? Ist das Max Verstappen? Es ist Max Verstappen! Max Verstappen scheidet aus dem großen Preis von Japan aus. Hält hier auch noch Lando Norris auf. Und damit, werte Damen und Herren, würde Stand jetzt, wenn nichts dazwischen kommt, Charles Leclerc die WM-Führung übernehmen. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch absolut verrückt hier gerade. Und ich nutze hier nochmal ganz kurz alles an Energie, damit wir nach 130R im Sekundenfenster sind und jetzt ein bisschen Energie sparen können, denn jetzt haben wir DRS statt ERS auf der Startzielgeraden und können uns langsam aber sicher an Norris ransaugen. Ich bin in Sektor 2 und 3 eh ein bisschen langsamer, also nein, Sektor 2, sorry, bis Spoon. Insofern kann ich jetzt auch einfach ranfahren auf so 4 Zehntel Sekunden. Ich verliere die Zeit eh und komme dann wieder ins DRS-Fenster. Wir können hier schön Energie sparen, weil wir müssen langfristig auch Charles Leclerc nochmal angreifen und vielleicht ist Norris auch schneller als der Ferrari, wer weiß. Wir sind dran an Norris. Wir könnten in dieser Runde an die Box fahren, aber das werden wir nicht tun. Ich werde eine Runde extra draußen bleiben. Wobei, da muss ich zwei draußen bleiben, damit wir Hamilton nicht aufhalten. Oh je, Norris ist draußen geblieben. Na gut, dann haben wir nochmal Windschatten, alles gut. Nicht nur DRS, sondern auch Windschatten nehmen wir mit.
Und Charles Leclerc ist an der Box und wir übernehmen jetzt die Führung. Das könnte es sein. Das könnte der lang ersehnte Rennsieg sein. Jetzt einfach mal Norris aufhalten. Keine Gelegenheit offen lassen, dass er hier angreifen kann. Das ist das Allerwichtigste, weil sonst verlieren wir enorm viel Zeit. Und Charles Leclerc kommt mitten im Feld wieder raus, tatsächlich. Also, der wird da jetzt 2-3 Sekunden Lücke haben nach vorne und dann ist er auch schon an einem Williams dran. Das ist sehr gut für uns. Okay, let's go. Box, 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 Box. Box, 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 Box. Alter, wow, wie schnell ich da drücken muss. Eieieiei, okay. Auf geht's. Ey, wie weit Norris hinter Leclerc zurückgefallen ist, ist ja der Wahnsinn. Wo komme ich wieder raus? Ich muss leider die Reifen dann ein bisschen nochmal warm bekommen jetzt, aber... Wir kommen 2 Sekündchen oder so hinter Leclerc raus. Auf geht's. Auf geht's. Wir werden etwa 4 Sekunden hinterher sein nach den S-Kurven, denke ich. Aber dann geht hoffentlich was. Es sind 4 Sekunden Rückstand für 4 Runden. Ich bezweifle, dass wir da nochmal rankommen werden an Charles Leclerc. Schade, 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 schade. P2 ist es. Aber, ey, es ist trotzdem nicht schlecht. Ich habe es tatsächlich geschafft, eine Sekunde zu Charles Leclerc in einer Runde aufzuholen. Wenn wir das aufrechterhalten können, dann wäre es krass. Letzte Runde, wir haben tatsächlich nochmal die Chance, Charles Leclerc hier zu besiegen. In den S-Kurven bleiben wir sogar dran. Sieben Zehntel Rückstand. Let's go. Absolute Bestzeit im ersten Sektor. Wahnsinn. Auf geht's. Sechs Zehntel Rückstand. Ich hab kaum noch ERS, aber das sollte doch hoffentlich reichen. Sekunden Rückstand. Komm schon, Dave. Hol auf. Halbe Sekunde. Jetzt. Wir kommen näher. Er hat keine ERS mehr. Nein. Warum verteidigt er ihn dann? Warum ist er so smart? Nein. Nein. Oh Mann, das kann nicht wahr sein, ey. Einmal die Chance auf den Sieg gehabt und das, ich gönn's Leclerc, aber ich hätte so gern die Punkte mitgenommen. Nein, Alter. Eine Zehntelsekunde hat uns am Ende gefehlt. Ich bin nochmal komplett über mich hinausgewachsen. Ich habe alles gegeben und dann das. Och, Mann. Tja, eine Gesamtwertung haben wir nur noch 11 Punkte Rückstand zu Hamilton. Leclerc hat 17 Punkte Vorsprung. Ich wollte nur die WM spannender gestalten. Mann, ey. Oh, Mann, Mann, Mann. Und Ferrari nur noch 10 Punkte hinter Red Bull. Ey, Leute. Man hat mal Glück, man hat mal Pech. Schade. Beim nächsten Mal hoffentlich läuft's besser. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo raus, wenn beim nächsten Mal dabei seid. Vielleicht gibt's da den ersten Saisonsieg. Ciao.